Maulkorbtraining. Wir benötigen einen Hund, einen Maulkorb, durch den man Futter geben kann, und Leckerchen. Der Hund sollte zudem ein Markerwort oder den Klicker kennen. Sobald der Hund seine Nase in Richtung des Maulkorbs bewegt, wird gemarkert und belohnt. Top! Nach und nach soll erreicht werden, dass der Hund die Nase immer weiter in den Maulkorb schiebt. Dabei wird jedes Mal das richtige Verhalten gemarkert und belohnt. Top. Am besten gibt man dabei die Belohnung durch den Maulkorb. Ziel ist, dass der Hund seine Schnauze freiwillig in den Maulkorb legt und ich den Riemen über den Kopf ziehen kann.